Origami mit Stoff, kannst du knicken. Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Jinshan. Mein Name ist Jana und heute falten wir uns ein Utensilo. Die berühmte Falttechnik aus Asien bezieht sich ja eigentlich mehr auf Papier, aber ich habe herausgefunden, dass man damit auch Stoffe falten kann. Von kleinen Tierchen, Schachteln und sogar Handyständern, wie ich gesehen habe, lässt sich das auch auf Stoff übertragen. Und zwar so kleine Utensilos. Dieses kleine Utensilo habe ich tatsächlich aus Stoff gefaltet und ja, ist eigentlich ganz einfach. Man braucht kein Schnittmuster, einfach nur einen Baumwollstoff und schon kann es losgehen. Ja, und ich habe hier zwei ganz normale Baumwollstoffe genommen. Den einen habe ich gemustert, den anderen habe ich Unifarben gewählt und auf dem bunten habe ich schon mal eine Flieseline aufgebügelt. Bei der Flieseline habe ich H250 gewählt. Die ist 29 x 29 cm breit und hoch. Die Baumwollstoffe, alle beide, sind 30 x 30 cm. Die Stoffe legen wir uns schön rechts auf rechts aufeinander, stecken sie schön fest und lassen uns eine kleine Wendeöffnung und nähen sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Wenn wir die Ecken abgeknipst haben, können wir das Ganze dann auch schon wenden. So, nach dem Bügeln einmal knappkantig abstecken und schon ist die Öffnung auch verschlossen. Dann können wir uns schon ans Falten machen. Wir knicken unser Stoffstück einmal zu einem Dreieck. Und ich rate euch, aus Erfahrung jetzt, die Falten immer einmal einzubügeln. Das gleiche machen wir aufgefaltet noch einmal in die andere Richtung. Wir nehmen jetzt jeweils die rechte und danach die linke Ecke und falten die einmal ein, sodass unser Dreieck wieder zu einem Viereck wird. Legt alles schön übereinander, das ist sehr wichtig, und als Orientierung haben wir jetzt vier Stofflagen übereinander. Die nach oben offenen Ecken klappen wir jetzt nach unten, und zwar um 6 cm, und schlagen dann die äußeren Ecken nach innen.
Die Ecken falten wir jetzt so auf, dass sie aussehen, ja, wie kleine Eis- oder wie kleine Pommes-Tüten. Ich empfehle euch, das auch wieder hier ein bisschen festzubügeln und dann auch ein bisschen festzustecken, damit der Halt beim Falten nicht verloren geht. Jetzt kommen die Seiten dran, um die wir uns noch gar nicht so recht gekümmert haben, schlagen das erst rechts auf und machen das gleiche hier auf den vorderen beiden Seiten eigentlich nochmal. Dann nehmen wir uns die gegenüberliegende und damit auch letzte Seite vor und sind dann auch schon fast fertig. Alle vier Seiten werden jetzt um 2 cm einmal eingeschlagen und mit einer Klammer fixiert. Ja, und dann hat das Utensil auch schon so viel Stand, dass man es aufschlagen kann. Damit der Rand sich nicht wieder aufkrempelt, habe ich den mit einem ganz normalen kleinen Stich fixiert. Ihr könnt aber auch sowas wie Saumfix nehmen. Ich denke, das funktioniert auch. Ja, und wenn ihr das gemacht habt auf allen vier Seiten, ist das Utensilo auch schon fertig. Und wie ihr seht, wenn man sich da ein bisschen reingefuchst hat, geht das ganz schnell und ruckzuck. Diesen kleinen Utensilo nehme ich für meine ganzen Klammern, die ich habe. Das sind bei weitem noch nicht alle, der Rest ist noch oben im alten Zimmer. Natürlich kann man sich den Utensilo in einem kleineren Maß oder einem größeren Maß machen. Ich habe ihn noch einmal hier mit einem 40er Maß gemacht, beziehungsweise 42er Maß. Und ja, den werden wir wahrscheinlich nutzen, um unsere Brötchen am Sonntag auf den Frühstückstisch zu stellen. Diese gefalteten Utensilo-Boxen sind vielseitig einsetzbar und ich denke, wenn man sie mit einem beschichteten Stoff macht, kann man sie auch als eine Art Übertopf, als Deko, sich ins Wohnzimmer stellen. Es gibt noch mehrere Falttechnik für solche Art von Boxen. Wenn euch das interessiert, schreibt mir das unten in die Kommentare, dann machen wir das. Wenn euch der Quatsch hier auf meinem Kanal gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und reibt ein Glöckchen für mehr Videos. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bis dann!